das hier ist die letzte Hürde, die uns noch vom Finale des Spiels trennt. Nämlich Peach Schloss. Heißer Aufzug oder so. Peach Schloss, sehr interessant. Und bei der Challenge dürfen wir, wenn wir auf dem Aufzug sind, oder müssen wir besser gesagt, wenn wir auf dem Aufzug sind, die ganze Zeit unser Gamepad oder Wii-Fernbedienung oder wie auch immer ihr spielt, nach links geneigt halten. Jetzt wollte ich gedrückt halten sagen, aber nee, geneigt halten. Also der muss die ganze Zeit auf der linken Seite hier kleben, der Aufzug, und darf niemals in die Mitte oder auf die rechte Seite zurück. Und so muss man das Level dann schaffen. Das ist zwar an sich auch eine ganz coole Challenge, finde ich, aber es gäbe in dem Level, muss ich ehrlich sagen, bessere Möglichkeiten, um eine coole Challenge zu machen. Zum Beispiel, dass der Zähler niemals auf Null gehen darf. Hier ist, dass der Aufzug niemals anhalten darf. Man also verhindern muss, dass Gegner oder auch Münzen auf dem Aufzug drauffallen. Und das geht auch. Oder dass man den Aufzug komplett ignorieren muss und es komplett mit einer P-Eiche zum Beispiel nach oben schaffen muss. Würde auch gehen. Habe ich auch irgendwie überlegt, aber es geht leider nicht. Denn das Problem ist, dass das schon bei den vorgefertigten Challenges von Nintendo dabei waren, diese zwei Aufgaben. Und deswegen konnte ich das natürlich schlecht machen, weil ich will ja keine Wiederholung haben, ich will ja komplett eigene. Und das ist auch wirklich sehr verwunderlich, weil ich glaube, dieses Level ist das einzige, das von Nintendo gleich eine doppelte Challenge bekommen hat. Weil ich glaube, jedes andere Level hat höchstens eine, wenn überhaupt. Die meisten Level kommen ja gar nicht vor bei den beim Herausforderungsmodus von dem Spiel. Aber das hier kommt sogar doppelt vor. Eben einmal mit dieser P-Eichel da, dass man komplett hochfliegen muss, was auch gar nicht so easy ist. Und dann die andere Challenge, die noch schwieriger ist, dass eben niemals etwas auf das Ding hier drauffallen darf. Weder Münzen noch Gegner. Das geht aber auch. Und das ist eigentlich auch sehr cool. Und es ist fast ein bisschen schade, dass wir das nicht machen können. Aber das werden wir ja dann noch nachholen, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Also den Haupt-Story-Modus zumindest. Dann werden wir ja noch den Herausforderungsmodus spielen und da auch noch jede Herausforderung mit einer Goldmedaille abschließen. Natürlich, was denn auch sonst. Und da werde ich euch das dann auch noch zeigen. Also das sind auch ehrlich gesagt bessere Challenges als jetzt meine, dass man die ganze Zeit nach links gedrückt halten muss oder geneigt halten muss. Das ist nämlich nicht ganz so mega spannend. Das ist zwar auch nicht schlecht, aber das sind die anderen beiden cooler. Aber ich hatte halt leider nicht so viel Auswahl mehr, weil halt schon zu diesem Level zwei Challenges vergeben waren. Und deswegen konnte ich nicht mehr arg viel machen. Also ich hatte nicht mehr so viel Spielraum hier, was ein bisschen schade war. Aber das mit dem nach links neigen ist ja eigentlich auch ganz witzig. So, und der letzte Sprung hier rüber ist auch nicht ganz so einfach. Aber wir haben es geschafft. Und ich will jetzt hier die Zielflagge ganz oben erreichen, aber das ist schwierig. Ja, shit. Ich hab's verkackt. Das ist sehr cool hier, dass man hier genau auf den Bob-Omb draufspringen muss, um da nach oben zu kommen. Das ist eine der schwierigsten Fahnenstangen, um da ganz oben hinzukommen, finde ich. Weil man muss halt wirklich auf den Bob-Omb da draufjumpen, während der gerade am Runterfallen ist. Und der schwankt ja auch so ein bisschen hin und her, also das ist gar nicht so einfach. Okay, dann war's das. Und beim nächsten Mal kommt dann das Finale des Spiels. Das ist noch da oben. Und da müssen wir etwas sehr Cooles machen. Also da kommt eben der Bosskampf am Ende und wir müssen bei dem Bosskampf etwas machen. Die genauen Regeln dazu gibt es dann beim nächsten Mal, also morgen, bei dem Let's Play Part. Und danach, ja, ich sag's jetzt einfach mal, geht's noch weiter. Das weiß ja jeder von euch schon, es gibt noch eine Bonuswelt. Und die hat noch insgesamt 9 Level. Und da kommen dann die ersten beiden beim nächsten Mal, also morgen auch. Und beim ersten Level aus Welt 9 müssen wir etwas machen, was wir schon mal machen mussten. Für diejenigen, die Welt 9.1 gerade auswendig wissen, die können sich schon denken, was es vielleicht ist. Und in Level 9.2 müssen oder dürfen wir wieder mal eine P-Eichel benutzen. Und das ist dann auch die letzte Challenge, wo wir die P-Eichel benutzen dürfen. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Und wir sehen uns dann morgen beim Let's Play Part oder übermorgen bei den drei Challenges wieder. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.